Teuerste Partynacht? 12.000 Euro. Ich bin vorher aus der Haustür gegangen, erst arbeiten gegangen, ich bin wieder zurückgegangen und dann habe ich Beats gemacht. So. Ein Feature kann ich auf jeden Fall sagen, das ist, kann mich halt, auch wenn es jetzt 3 Jahre her ist, kann ich mich nur nochmal entschuldigen. Sie will nach Hause gehen, ich mach ein Uber-Fit. Sie macht alles, was ich will, weil sie von mir ein Pudel kriegt. Ich halt nichts von dem Scheiß, zu allem Unglück hat sie Bruder mit. Bin ein großer Mann geworden, doch verhalt mich jugendlich. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen auf hiphop.de. Mein Name ist JP und wir sind hier gerade in Moers im Scusi-Restaurant. Wir hatten gerade einen Talk mit Jamule. Das ist auch das Restaurant von seinen Onkels. Wir wurden sehr freundlich empfangen, hatten einen coolen Talk. Falls ihr das abchecken wollt, einmal Scusi-Restaurant in Moers oder auch in Alpe. Lasst euch schmecken und genießt den Talk. Ciao, ciao. Ja, was geht, was geht? Wie geht's dir? Gott sei Dank gut. Alles entspannt. Gerade, ja, entspannt, aber auch viel Stress. Ich habe Albumabgabe jetzt Freitag. Oh, okay. Ich habe heute zu Ende gemacht. Ich bin genau heute fertig geworden. Feldschiff gemacht heute, ja, noch. Was genau. Hast du heute noch so gemacht? Ich war bei Judy im Studio und zwar hat mir so ein Part von mir nicht ganz gefallen. Mhm. Und dann habe ich von den Aufnahmen von davor, und dann habe ich das einmal abgeändert. Okay. Und ja, Mann, jetzt das Album, Gott sei Dank, ready. Geil. Aber wurde schon announced, dass das Album kommt, oder ist das? Ja, ja, wurde schon announced, okay, 7. Okay. April, Chaos, okay, heißt das Album. Nice, nice. Und wie war so die Vorbereitung, wie lange hat es gedauert ungefähr, das Album? Boah, bei mir ist es immer so, ich arbeite voll viel gleichzeitig an Sachen so. Ja. Und ich glaube aber, an dem Projekt arbeite ich jetzt schon so seit einem Jahr ungefähr. So ungefähr. Auch alles hier in Deutschland entstanden oder bist du auch, es gibt ja manchmal, man fliegt ja weg so für ein paar Wochen und so. Spanien. Ja, ja, ich war auf Santorini, okay, geil. Waren wir, da habe ich einen Teil gemacht und den anderen Teil hier in Deutschland. Nice, nice. Ja, Berlin, Duisburg. Und wie sieht so eine klassische Studio-Session bei Jamule aus? Man kommt ins Studio, man chillt. Unterschiedlich. Es gab Zeiten, da war es sehr wild in einer Session und ja. Ich brauchte das auch so für den Vibe und für den Modus. Aber jetzt gerade ist sehr viel Fokus, okay, und einfach Hasse. So sehr wild heißt, dass du mit mehreren Leuten dann warst, wahrscheinlich so, ja, Freunde, genau, und Freunde so ein bisschen Vibe, einfach genau, was getrunken. Action, dies, das, okay, alles mögliche. Ist das hilfreich? Ich weiß gar nicht. Also ich bin ja kein Künstler, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in manchen Punkten vielleicht auch so ein bisschen ablenkend sein kann. So. Es ist ablenkend, irgendwann wird es ablenkend und deswegen hört man, glaube ich, dann auch damit auf. So, man hat so Spaß daran, es ist auch sehr cool und immer noch ist es geil, wenn deine Jungs mit dabei sind im Studio und die ihre Meinung geben und die drauf abgehen. Aber manchmal braucht man seine Konzentration, genau damit das nicht passiert. Safe, safe. Du hast ja jetzt auch ein Projekt gehabt mit Forti, da habt ihr so ein Collabo-Album rausgehauen. Wie waren so da die Studio-Sessions? Boah, die waren schon verrückt. Ja? Die waren sehr verrückt. Die sind manchmal auch nach Partynächten entstanden. Also wir sind nach dem Feiern noch ins Studio gegangen, geil, und haben da verrückte Sachen gemacht. Es war schon sehr cool. Aber da waren wir auch noch auf Santorini. Da war es auch noch. So ein geiler Vibe hat es noch, mhm, da so reingebracht. So weißt du, war das dieselbe Zeit oder warst du zweimal jetzt quasi dort? Das war dieselbe Zeit. Ah, okay. Das war dieselbe Zeit. Da habe ich auch mein Album gemacht, ja, und quasi das meinte ich ja schon vorhin. Ich mache immer mehrere Projekte gleichzeitig. Safe. Aber kommt man da nicht durcheinander? Also wenn du jetzt zum Beispiel, du weißt, du musst jetzt das machen, du arbeitest dann aber noch an anderen Sachen, so ist das so ein bisschen, ja, dass ich das so reingrätsch? Ich weiß nicht, oder? Bei mir ist so, ich bin irgendwie offen für jedes Genre, mhm, und ich liebe halt einfach im Studio zu sein und Musik zu machen. Okay. Das heißt, einfach machen, gar nicht viel nachdenken. So. Okay. Klar, irgendwann mal verliert man den Faden so. Aber gerade ist noch in Ordnung. Ja. Und soundtechnisch, wie ist das neue Album geworden? In welche Richtung geht es? Kann man da schon so ein bisschen was verraten? Oder willst du lieber? Nee, ist okay. Also der Titel heißt ja schon Chaos vom, mhm, Album. Und es ist schon sehr chaotisch, weil das letzte Jahr und die letzten Jahre schon gut turbulent waren bei mir. Ja. Und das wird jetzt so ein bisschen das Ende von dem ganzen Chaos und das Chaotische und, okay, auch was man jetzt auf KWA zum Beispiel gehört hat. Ja. Weil mittlerweile werden wir auch älter und müssen uns entwickeln. So. Safe, safe. Man lernt dazu, so, genau, man wächst. Genau, man lernt dazu und ja, ich sehe mich halt irgendwann auch wo ganz anders. Geil. Was sind so deine Haupteinflüsse musikalisch gesehen? Also wahrscheinlich auch viel Rap so aus den Staaten, so, aber du hast wahrscheinlich auch andere musikalische Einflüsse. So, du kommst ja auch aus einer musikalischen Familie. Ja, so. Ja. Was sind so deine Einflüsse? Es ist echt unterschiedlich auch. Ich höre auch sehr viel gern arabische Musik, spanische Musik, halt da, wo ich herkomme. Safe. Und für mich muss es halt sehr musikalisch klingen.
weil so klar, wir feiern diesen ganzen Ami-Shit und lassen uns von dort auch sehr viel inspirieren. Aber ich mag halt auch diese sehr, sehr großen musikalischen Sachen und lasse mich davon dann halt auch sehr, sehr gerne inspirieren. Nice. War dir eigentlich auch schon immer bewusst, dass du genau das machen willst? Oder hat sich das irgendwann so im Laufe deiner Jugend herauskristallisiert? Oder war das schon immer so dein Traum, dass du irgendwie Musiker werden wolltest? Es war schon immer mein Traum, auf jeden Fall mit Musik zu tun zu haben. Ja. Aber ich war am Anfang sehr zurückhaltend, weil ich mir halt immer dachte und halt auch mir schon gedacht habe, dass das Geschäft sehr verrückt ist und es sehr viele Höhen und Tiefen gibt. Und ich wollte halt einfach nur meine Musik immer nur für mich machen. Mhm. Aber ich hatte schon eigentlich immer den Traum, auf einer Bühne zu stehen und dann sehr viele Menschen zu inspirieren und so für viele mitzuführen. Ich habe vorhin auf der Hinfahrt eine geile Story über dich gehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die schon mal erzählt hast. Mhm. Es hat mit einem Praktikum zu tun in einer Bankfiliale. Yeah. Und irgendwie nach ein, zwei Tagen gab es anscheinend ein bisschen Ärger und dann meinst du so, hey, ich werde eh Rapstar, so, ich brauche das sowieso nicht so. Ja, das waren immer so die Sprüche unter den Jungs. Ja. Aber das war halt auch immer so eine, ich habe immer daran so geglaubt. Also ich habe halt damit zu Hause auch keinen Stress gehabt. Ne? Mein Vater wollte halt immer, mach eine Ausbildung, geh arbeiten, weil es ist halt nichts Festes. Musik ist halt irgendwann mal, hört dich vielleicht gar keiner mehr und dann ist es vorbei. Also muss man halt sich so irgendwas fest haben. Und bei unseren Eltern ist es halt immer so, ja, Musik machen, du weißt doch, wie es ist. Ja, es ist nichts Festes für die. Und dann habe ich halt mein Ding trotzdem gemacht. Ich bin arbeiten gegangen. Ich habe auch meine Ausbildung, also nicht eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Praktikum bei der Deutschen Bank gemacht. Genau, das war so Praktikum. Genau, Praktikum habe ich gemacht. Und und dann war halt immer der Gedanke, ach, ob es klappt oder nicht, ne? Ich werd Rapper. Und dann habe ich auch nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Kaufmann im großen Außenhandel angefangen, aber auch abgebrochen und irgendwann alles auf Musik gesetzt. Okay, nice. Wann war so, in welchem Alter warst du so, als du gesagt hast, ey, ich setze jetzt alles auf diese Karte so? 20. 20? Ja, ich war 20. Also ich habe meine Ausbildung angefangen, abgebrochen. Danach habe ich halt Nebenjobs gemacht. Als Barkeeper, habe ich ja auch schon mehrmals gesagt. Und ja, Mann, dann irgendwann mit 20, als ich Mix und MacLeod kennengelernt habe, habe ich mich dazu entschieden, einfach alles darauf zu setzen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also über Freunde einfach? Oder hattest du so Musik schon draußen zu dem Zeitpunkt? Nee, über Freunde. Okay, ich hatte noch gar keinen Song draußen. Gar nichts, ne? Nee, noch nichts. Krass. Noch nichts. Erstes Release offiziell, so was man gesehen hat von dir, war ja NBA. Genau. War das aber auch dein erstes Release? Oder allererstes. Also ich habe davor nie was rausgebracht. Ich habe halt immer Musik für mich gemacht, wie ich gesagt habe. Und irgendwann ist halt so eine Skizze von mir an Mixu gekommen. Okay. Und die wollten halt gerne mit mir Session machen. Die haben mich eingeladen und dann hat es halt von Anfang an funktioniert. Krass. Wir haben kranke Songs gemacht. An dem ersten Tag ist sogar Nachtaktiv, glaube ich, entstanden. Okay, heftig. Und ja, das war crazy. Und dann, und das Witzige ist halt, das Studio war 5 Minuten Fußweg von mir. Und ich bin jeden Tag einfach dahin gegangen ins Studio. Ich habe gehustelt, ich habe meine Musik gemacht. Und dann hat sich das halt in der Szene so rumgesprochen. Mhm. Dadurch, dass sie halt mit den ganzen anderen Rappern Sessions hatten, haben die halt so die ganzen Sachen gezeigt, die wir gemacht haben. Und dann, ja, habe ich halt in meinen DMs auf einmal von irgendwelchen Rappern Nachrichten bekommen. So Feature-Anfragen? Und nicht Feature-Anfragen direkt, aber direkt halt so zum Sign. Ah, weil okay, ich halt noch nie, weil ich halt noch nie einen Song rausgebracht habe, der noch nirgendwo gesigned war. Okay, krass. Und wahrscheinlich war PA auch da runter oder kam das ganz anders? PA hat mir nicht direkt geschrieben, was hatte nichts mit Sign zu tun. Mhm. Er hatte mir auf jeden Fall geschrieben, dass er mir viel Erfolg wünscht und halt auch das Ganze sehr krass feiert, was ich mache. Okay. Und dann mit der Zeit, so aus Zufällen auch, haben wir uns wieder gesehen und dann kam es halt auch zustande. Aber du hattest ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch andere Anfragen von anderen Leuten. Wie kam es dazu, dass du dich am Ende für PA entschieden hast? Ich glaube, das war das Zwischenmenschliche so. Ja. Das war, weil er mich verstanden hatte. Er hatte dieselbe Vision und er hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Okay, geil. Er hat mir auch das Gefühl gegeben, dass er mich nicht in seinem Label klein halten wird, sondern mich schon genau jetzt zu dem macht, was ich bin. So. Ja, nice. Ja, und es ging ja auch eigentlich relativ schnell so, ne? Ich meine, der erste Single kam und du bist direkt so durch die Decke gegangen, du warst in aller Munde so.
Wie hat sich das für dich angefühlt? So? Weil man, klar, wenn man so jung ist, man träumt davon ja auch so, weißt du, man hat das ja immer vorm Auge, man visualisiert das Ganze so ein bisschen. Aber wenn es dann tatsächlich funktioniert, so, wie war das schwer damit umzugehen? Auf einmal will jeder was von dir? Oder würdest du sagen, du hast dich daran gewöhnt? Gut. Ja, jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Jetzt so mittlerweile? Mittlerweile. Aber davor war es wirklich, ich war halt jung. Ne, viel Geld kam, viel Aufmerksamkeit und da musste ich mich erstmal finden in den Jahren. So. Ja, es war gar nicht so einfach. Man hat überall mal so Fehlentscheidungen gehabt oder vielleicht irgendwo Scheiße da gemacht oder Scheiße hier, weil man überfordert ist mit dem Ganzen. Man denkt manchmal, man kann machen, was man will, wenn man jetzt so viel Hype hat oder gerade so gefeiert wird von allen, dass alles durchgehen könnte, aber ja. Das ist schon ein Ding. So. Was war das Erste, was du dir gekauft hast von deinem Geld? Kannst du dich noch daran erinnern? Das war eine Strickjacke von Burberry. Was war so das Erste? Ja, das war das Erste. Das Erste, du hast auch nicht so auf Preis geguckt und hast einfach gesagt, ich hab einfach gekauft. Oh, ein geiles Gefühl, ne? Das war krank. Ja, richtig geil. Sehr cool. Nice. Und dann ging es weiter. Du hast erst Single rausgebracht, der Hype ging los. Wie bist du hinterhergekommen, so dich daran, also du hast ja gerade schon gesagt, so, es hat ein bisschen gedauert, dich daran zu gewöhnen. Was waren so die Hürden, die du dann auf einmal mitbekommen hast? So von diesem Erfolgsdings hat ja nicht nur gute Seiten, gibt ja bestimmt auch so ein paar Schattenseiten. So. Ja. Das war so das allererste, was dir so aufgefallen ist. Okay, fuck, so, okay, ist nicht alles so. Ich glaube, der Moment, wo man einfach gar nicht mehr sagen kann, was man will oder raus hingehen kann, wo man will. Mhm. Man muss echt irgendwie auf alles achten. Ja. Ja, so, ich denke, das war der. Wie ist es heute, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, bist zu Hause, du willst kurz einkaufen gehen oder so, musst du immer irgendwie jemanden organisieren, der mitkommt oder hast du schon noch so deine Momente, wo du einfach für dich also selber rausgehen Also bei mir ist kannst? Es mittlerweile cool, weil alle wissen, dass ich halt aus der Gegend komme, so. Ja. Aber woanders ist es halt schwierig, es ist halt nicht einfach irgendwo rumzulaufen und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jemanden mit mir haben muss, der auf mich aufpassen muss, weil irgendwie Stress passieren könnte. Aber einfach wegen Fans oder so, also es kann ja auch nervig sein. Genau, so. Es kann halt passieren, dass halt mehrere auf einmal kommen und das alleine zu kontrollieren ist halt ein bisschen das schwierig. Genau. Ja, aber du bist immer noch in derselben Ecke quasi geblieben, so wie du auch davor. Ich bin immer noch in derselben Ecke, ich bin immer noch in Essen-Krai. Also ich bin in meiner Jugend aus Mülheim nach Essen-Krai gezogen und bis dahin bin ich immer noch. Jetzt gerade sehe ich es ein bisschen woanders hinzuziehen. Ja. Was zieht dich so oder wo zieht sich hin? Hier nach Moers, wo wir gerade sind. Echt? Ja. Hierhin, weil hier auch die Brüder von meinem Vater sind. Und dadurch, dass mein Vater halt alleine zu Hause ist, ist es halt doof, wenn ich viel unterwegs bin und er dann halt in Essen auch alleine ist. Hier hat er seine Brüder um sich. Mhm. Und so ist es entspannter. Halt familiär, Familie, genau. So. Und ich möchte jetzt hier was Schönes holen. Geil. Hoffentlich, wenn auch dann mit deinem Dad quasi sozusagen zusammen dann. Genau, alles zusammen immer noch. Ich bleib mit meinem Dad. Sehr geil, Alter. Ich habe auch, du hast ja so eine Stoke-Doku rausgebracht, so, da hat man ja auch so ein bisschen deine Familie kennenlernen dürfen. So. Genau. Und alle irgendwie musikalisch auch so was mit zu tun gehabt. So. Dein Dad, deine Mama war auch früher in einer Band, glaube ich, oder so, genau, oder Sängerin gewesen. Genau, die Band hieß Passion Fruit früher. Genau, genau. Und ja. Da hast du es wahrscheinlich auch schon in die Wiege gelegt bekommen, so ein bisschen durch die Eltern. Gott sei Dank, ja, Mann. Wie sieht dein Vater das Ganze so, wenn der sieht, so, dass sein Sohn gerade Superstar ist in Deutschland? Und mein irgendwie Vater so ist sehr stolz, sehr, sehr stolz. Und ich gebe ihm halt so viel, es geht zurück, weil er und Mama mir das Ganze in die Wiege gelegt hat mit Gott. Voll. Und es ist halt so ein schönes Gefühl, nach Hause kommen zu können und alles ist so. Dein Vater ist stolz, die Familie, alles, jeder ist gesund und es ist so, und das, so, man hat was draus gemacht aus seinem Traum. Am Anfang war es wirklich ein Kampf, man hat oft Struggles gehabt mit der Familie und ich auch mit meinem Vater. Safe, ist ja immer so. Genau, und jetzt ist es halt auch für mich ein beruhigendes Gefühl, damit halt auch meine Familie ernähren zu können. Und, nice. Ja, Mann. Kann man vielleicht auch mal was Musikalisches mit deinem Vater erwarten? Ich denke nicht, aber er hilft mir sehr viel und inspiriert mich sehr viel. Also wir sind, nach jeder Session quasi komme ich nach Hause und zeige ihm jeden Song und er sagt mir, ob gut oder nicht. Krass. Und bis jetzt ist es nur positive Bewertung immer von ihm. Okay. Also ich teile es immer mit ihm, auch jedes Projekt, was ich mache, was hältst du davon? Mhm. Soll ich das so machen? Auch wenn es um Business geht, er ist mein Partner. So ein Mentor. Genau. Geil, Alter. Du hast gesagt, du bist in Mülheim quasi groß geworden, bist da so die ersten Schritte gemacht. Wie kann man sich so die Kindheit von Jamule vorstellen? Was hast du so getrieben den ganzen Tag als,
als kleiner Junge? Da jetzt anfängt. Ab wann soll ich dir erzählen? Sagen wir so 5, 6 so. Ab 5, 6 Jahre? Ja, so. Okay, Ich denke, vorher kann man sich eh nicht so krass erinnern, oder? Scheiße. Okay. Ja, nee, vorher kann man sich. Ich dachte, du meinst jetzt so 14, 15, ab da. Achso, da kommen wir vielleicht noch, kommen wir gleich noch zu. Okay, 5, 6 Jahre. Das war meine Einschulung. Ich war schon eigentlich immer zurückhaltend. Ich war schon verrückt. Mhm. Hab halt immer geliebt, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und hab halt, was hab ich da gemacht? Aber so voll komplex eigentlich, wenn man eigentlich eher so zurückhaltend ist, dann aber irgendwie doch Bock hat, so Aufmerksamkeit. Also, yeah, wie hast du dir die geholt dann? Also, warst du trotzdem ich einfach, laut und so? Nee, nicht komplett laut, indem ich einfach auch so ein bisschen bei, wenn ich meine Freunde oder so, ich habe zwischen denen halt immer gezeigt, wie es, was so cool ist und alles mögliche. Und dann wurde das so halt so ein bisschen mehr hinausposaunt, so möglich. Also ich nicht selber habe es immer gemacht, ey, ich mach das und das, sondern es war immer so, dass wenn ich mit meinen Freunden war und dann was gemacht habe, dass es dann immer so rumging. Okay, krass. Und wann hast du so die ersten musikalischen Steps für dich selber gemacht? Wahrscheinlich dann auch so mit 14, 15 so oder schon früher? Nee, meine ersten musikalischen Steps waren so mit 12 Jahre. Da habe ich auf dem PC von meinem Vater habe ich FL Studio gecrackt. Mhm. Da habe ich mir runtergeladen, illegal auf YouTube. Da gab es so einen Link in so einer Bio. Und das war noch, glaube ich, FL Studio 7 oder so. 6 oder 7. Krass, okay. Und dann habe ich Beats gemacht. Immer auf dem PC. Und da war schon mein Vater so krass, was ich in dem Alter so für Beats gemacht habe. Aber so direkt auf Hip-Hop-Beats gewesen oder hast du irgendwas anderes? Ja, es war direkt Hip-Hop angelehnt. Okay. So. Also es war direkt halt, weil ich hatte halt sehr viel, ab 11, 12 Jahre war ich halt ein richtiger Lil Wayne-Fan. Hm. Und davor war es 50 Cent die ganze Zeit. Geil. Und ja, da fing es halt so an, in die Richtung zu gehen. Und dann habe ich halt Beats gemacht und so fing es an, Schritt für Schritt. Also die war auch schon von Anfang an klar, du willst wenn dann rappen so und nicht, hast nicht irgendwas anderes erstmal ausprobiert? Nee, ich habe erstmal nur Beats gemacht. Okay, so, cool. Aber habe dann später auf meinen eigenen Beats dann gerappt. Krass. Und dein Dad hat direkt erkannt, okay, da ist auf jeden Fall Talent vorhanden so? Hat erkannt auf jeden Fall, aber es war halt immer noch eine unsichere Sache. Ich habe ja halt Schule, ich sollte halt zur Schule gehen. Ich habe meine Schule gemacht, jetzt auch nicht. Ich habe meine Schule nicht mal gut abgeschlossen, ich habe einen Hauptschulabschluss, aber es lag halt einfach daran, dass ich komplett nicht vorhanden war. Ich hatte halt richtig viele Fehlstunden und habe halt sehr oft geschwänzt, dadurch, dass mein Vater 7 Uhr morgens zur Arbeit gegangen ist. Ich bin vorher aus der Haustür gegangen, er ist arbeiten gegangen, bin wieder zurückgegangen und dann habe ich Beats gemacht. So. Also, aber okay, du hast wegen Musik quasi geschwänzt. Genau, so. Okay. Das war halt immer, weil ich dann Bock hatte, Mucke zu machen. Krass, aber hat er irgendwie das auch so ein bisschen fördern können, das ganze Ding so? Vielleicht dir noch irgendwie eine MPC so? Ja, also ich wurde schon gefördert. Mir wurden auch so ein paar Sachen gekauft, halt so ein Keyboard und so ein MP von Native Instrument damals war das nicht von MPC, sondern das war so ein ähnliches Gerät wie MPC. Diese MK3 oder so Dinger, also, ne? Die irgendwie auch so mit diesen Pads sind. Ja, und genau. Sowas hatte ich einmal zum Geburtstag bekommen. Geil. Und ja, man, das waren halt so Sachen, worüber ich mich mies gefreut habe. Ja, safe. Produzierst du heute auch noch viel selber? Oder nicht selber, aber wenn ich im Studio bin, sage ich sehr viel. Also weiß ich auf jeden Fall, was, wo und helfe ich sehr viel mit. Geil. Also ihr arbeitet immer von Scratch, also das ist jetzt nicht so, dass du dir so 2 Beats anhörst, sagst, okay, der ist geil, den nehme ich, darauf mache ich das, sondern ich höre eigentlich gar nicht so Beats. Also gibt's natürlich Momente, wo man einen Beat hört. Aber ich mag es lieber von Anfang an dabei zu sein. Okay, und wie gehst du so an einen Song ran? Also wie fangt ihr so an? Fängst du an, irgendwie erstmal eine Topline dir auszudenken und darauf wird dann eine Melodie gemacht? Oder wie? Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Manchmal, einfach wenn Sachen passieren, dann sagt man, okay, lass mal vielleicht in dem oder dem Mut einen Beat machen und dann, dass man zu der und der Thematik schreibt und dann erstmal ein paar Melodien spielen. Dann der Producer spielt ein paar Melodien oder vielleicht gibt es irgendwo ein paar coole Samples, die man auch benutzen kann. Ja. So halt. Okay, krass. Geil, Alter. Kommen wir mal so ein bisschen zu einem anderen Thema. Du hast ja auch, seitdem du in der Öffentlichkeit bist, nicht immer so alles perfekt gemacht. So, ne? Es gab ja auch hier und da den ein oder anderen Skandal. Ja. Wie würdest du sagen, hat dich das jetzt nachträglich geprägt und wie gehst du mittlerweile mit dieser Öffentlichkeit um? Weil ich glaube, man merkt ja erst, wenn so ein Shitstorm, sag ich mal, kommt, merkt man ja erst, okay, wie weit man eigentlich ist oder wie groß man auch als Künstler ist, so dass das so zu einem zurückkommt.
wie ist es in dieser Zeit gegangen und was hast du daraus mitgenommen? Es war auf jeden Fall eine scheiß Situation, so wie es passiert ist. Ich musste als erstes, denke ich mal, so Verständnis dafür entwickeln, dass es überhaupt einen Unterschied zwischen so Rassismus und Diskriminierung gibt. Mhm. Weil ich halt auch Araber bin, dachte ich halt immer so, dass es nicht möglich ist, ja, unterbewusst so Rassismus in sich zu tragen oder so Sachen zu sagen, weißt du, weil leider ist es halt auch so, dass in unseren Kulturkreisen gegenüber den POCs ist es halt leider weit verbreitet, dieser grundlegende Rassismus, solche Aussagen zu geben oder irgendwie so zu sprechen, das ist halt nicht cool und das wusste ich halt bis da nicht. Ja. Irgendwie bin ich aber auch froh, dass das passiert ist, dass es damals passiert ist, weil ich glaube, sonst hätte ich mich nie mit der Thematik befasst so oder auch mit mir selber, dass ich mich mit mir selber beschäftige und ja, es ist halt, ich kann mich halt, auch wenn es jetzt 3 Jahre her ist, kann ich mich nur nochmal entschuldigen an jeden, den ich da draußen verletzt habe und mit denen auch mit den Aussagen, die ich getroffen habe, weil da habe ich halt gemerkt, wie schwer jedes Wort ist überhaupt, was wir sagen. Ja. Du hast es aber, finde ich, gut herausgefiltert. So, ich finde, das hat Pierre auch in seinem Statement vor einem Jahr, hatte das auch gesagt, dass das Video am Ende oder was da, die Aussage, die da getroffen worden ist, ja auch nur das Endprodukt von, wo man groß geworden ist, wie man groß geworden ist und dass es viel weiter geht, als man hat nur diesen Satz gesagt. Also ich kenne das ja selber so, ne? Wir sind alle aus NRW und auch untereinander, unter Ausländern ist ja auch sehr, sehr viel Diskriminierung, sehr, sehr viel rassistische Sprache, genau. So, ne? Wie wir auch miteinander reden, die Vorteile, richtig, die wir voneinander haben. Und ich hatte auch letztens tatsächlich ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt, weil ich auch sie gefragt habe, ich habe jetzt bald ein Interview und es geht auch so ein bisschen um diese Themen. Und da hat sie halt auch gesagt, dass es eigentlich, natürlich sollte man darüber reden und man sollte natürlich auch der Person sagen, dass es nicht gut ist und dass es scheiße ist. Aber wenn man sich schon die Zeit nimmt, darüber zu sprechen, sollte man auch gucken, dass man da, also dass es weitergeht, dieses Thema, und dass man auch den Ursprung oder den Einfluss so ein bisschen versucht herauszureden. Weil ich finde, wir in, also wir Ausländer, sage ich jetzt mal so blöd gesagt, in Deutschland machen uns das immer zu einfach. Wir sagen immer, okay, ja, Deutsche sind rassistisch, bei uns gibt es das gar nicht, auf den und den Gründen. Ja, so. Ja, ja. Obwohl es bei uns genauso stark vertreten ist. Deswegen finde ich es halt auch nicht, dass man so. Weißt du, genau, man muss halt, dass man diese Aussagen trifft, dass man weiß gar nicht, dass man damit rassistische Aussagen tätigt und sowas. Man ist gar nicht bewusst. Kannst du, oder ich weiß gar nicht, man hat ja nur diesen Ausschnitt gesehen, wie ist das zustande gekommen überhaupt? Oder willst, ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest so? Ist jetzt ein tiefes Thema, aber ja, kurz gefasst, ja, es ist zu viel. Man musste jetzt gar nicht drüber sprechen. Es ist passiert und im Endeffekt habe ich es gesagt und ja. Okay. Was ist danach passiert so? Also wie ging es danach für dich selber weiter? So, hast du dich erstmal so ein bisschen abgeschottet? Hast du erstmal ein bisschen Zeit für dich gebraucht? Ja, habe ich schon. Also es war nicht einfach. Also der Umgang damit? Oder wie war auch, genau, was ist, also ne, wie ging es dir in dieser Zeit auch dann als dieser... Ich will mich jetzt nicht als Opfer oder so darstellen in der Situation, aber es war halt auch schwierig, weil es waren halt viele Menschen, die halt meine Sachen gehört haben und zu mir hochgeschaut haben und dann eklige Sachen auch gegen meinen Kopf geworfen haben, so muss man schon sagen. Ich kann halt verstehen, dass sehr viele da draußen verletzt waren, aber es war für mich sehr schwierig, weil ich hatte halt auch eine scheiß Vergangenheit und ich hatte halt immer mit meinem Glück so ein bisschen zu kämpfen und Musik war so das Einzige, was mich wirklich so gehalten hat, was mir Freude gegeben hat und ich war dann so, ey, wird mir das jetzt auch weggenommen? Ist es jetzt... Hattest du kurz Angst, so, dass das Thema Musik oder das Kapitel so beendet ist? Ich hatte nicht Angst, dass meine Musik zu Ende ist. Ich hatte Angst, dass ich so gesehen werde, weil ich halt vor allen Dingen diese Gedanken gar nicht in mir haben oder auch so gar nicht gesehen werden. So, und das soll alles gar nicht, das war halt so ein bisschen scheiße. Ja. Und natürlich wollte ich die Menschen immer davon überzeugen, was Schönes mitzugeben und nicht solche Sachen mitzugeben. Deswegen war ich auch ein bisschen traurig, dass ich das nicht mehr mit meiner Musik machen konnte. So. Ja, voll. Aber ich denke oder ich sehe auf jeden Fall, dass du da auf jeden Fall jetzt nochmal eine Chance bekommen hast sozusagen. Vor allen Dingen aber auch,
so ein bisschen, die habe ich ja auch so, ne? Ich bin ja auch jetzt nicht in der Öffentlichkeit krass, aber so, ne, wenn ich natürlich jetzt mit dir ein Interview führe, dass wir über sowas reden, so, wir haben die Möglichkeit, der neuen Generation, den jungen Leuten mit was auf den Weg zu geben. Bei älteren Leuten ist es immer schwierig, so, weißt du, die sind dann oft in ihren Gedankengängen so gefestigt und wollen sich vielleicht auch nicht mehr belehren lassen. Aber ich glaube, so die junge Generation, die kann daraus sehr, sehr viel lernen. So. Wir sind alle noch jung, wir haben alle noch sehr viel zu lernen. Ich bin immer noch 26, ich weiß nicht, wie alt du bist, Bruder, wie alt bist du? Ich bin 28 jetzt. 28, so. Wir haben immer noch sehr viel zu lernen. Sehr viel zu lernen. So. Ich selber, ich will mich davon gar nicht freisprechen. So, ne? Ich habe auch im Alltag teilweise Sprache angewendet, die auf jeden Fall nicht korrekt ist. Mhm. So, natürlich hatte ich das Glück, dass es nicht auf Video ist, dass das jetzt nicht so weit gegangen ist, aber wir sind alle, glaube ich, nicht frei davon. Und ich glaube aber, die Hip-Hop-Szene oder dadurch, dass wir alle Teil von dieser Szene sein können, sollten wir uns schon auf jeden Fall auch damit beschäftigen und wir sollten uns auch bewusst sein, was man für einen Einfluss auf die Leute halt voll, hat. So. Voll. Das und, war halt schon krass zu sehen, wie viele Menschen ich auch, also wie viele es halt hilft. Mich freut das auch gerade echt, dass du das angesprochen hast, dass du halt auch gesagt hast, ey, dass es eigentlich nichts Unübliches ist in unser Ausländern und in verschiedenen Kulturkreisen auch. Weil auch viele darüber eigentlich immer nicht reden wollen, obwohl das eigentlich das viel wichtigere Thema ist. So, ne? Das, was du jetzt da speziell gemacht hast, war auch nicht geil so, auf gar keinen Fall. Ja. Aber das viel größere Problem ist ja eigentlich das ganz große Ding und wie wir einfach untereinander miteinander umgehen. Ja, Mann, ich hoffe auch. Ich bin auf jeden Fall auch sehr dankbar, dass mir da schon verziehen wurde und ich mit sehr vielen cool bin. Das heißt, das ist sehr cool. Du hast es ja nicht in deine Story gepostet, sondern es ist ja irgendwie über Freunde, Ex-Freunde, was weiß ich, ist das ja irgendwie rausgekommen so. Was würdest du sagen, was war so da deine größte, oder was war so deine größte, das Lehrhafteste, was du da mitgenommen hast zum Thema Vertrauen? Ich hatte vorhin schon gesagt, so, man muss echt aufpassen, was man wo wem sagt. Vertrauen habe ich kaum wirklich. Also, seitdem? Was heißt kaum? Ich öffne mich schon Menschen und ich schäme mich auch gar nicht, über meine Dinge zu reden und ganz normal meine Sachen auch zu erzählen. Ich bin so oder so eine Person des öffentlichen Lebens, also kann man gar nicht so viel verschweigen. Aber diese sehr wichtigen und Sachen, die keiner wissen sollte, sage ich jetzt mal so, weiß ist nur zwischen mir und meinem Vater. Ja, so. Und, also war auch wahrscheinlich enttäuschend so. Klar, es war sehr enttäuschend, und sowas. Aber man lernt dadurch und es ist wichtig in diesem Business auf jeden Fall, glaube ich, so zu werden, auch wenn es manchmal scheiße ist, so, ich sag mal, arschlochmäßig zu sein und dann ein bisschen kälter zu ein paar Leuten zu sein, weil man da wenig Vertrauen hat, aber es ist wichtig, man muss wirklich vorsichtig leider sein und ich wünschte, ich könnte ein bisschen entspannter in solchen Situationen sein, aber schwierig wahrscheinlich. Es ist schwierig. Ja, ey, ich will es mir gar nicht ausmalen, sage ich ehrlich. Wenn man echt auf irgendeinem Level so ist und dann vielleicht auch noch gute Freunde, die man von früher so hatte, die dann nicht mehr so an seiner Seite haben kann, weil irgendwie da auch ein Vertrauensbruch geherrscht hat. Ja, irgendwann fangen dich alle an, so ein bisschen anders zu behandeln. Es gibt Freunde, die dich immer noch gleich sehen, die habe ich auch immer noch. Es gibt aber auch Familie, die, also mein Vater sieht mich, der ist der Einzige, der mich immer noch so sehen wird, wie ich auch wirklich bin. Aber auch ein Teil meiner Familie sieht mich ein bisschen anders, so die Jüngeren vor allen Dingen, meine kleinen Cousins und so, was halt auch normal ist, weil ich eine Vorbildfunktion bin. Aber das ist halt immer so, ich muss jetzt wirklich bei allem aufpassen und alle, egal was man macht. So. Safe. Und wahrscheinlich auch ein bisschen so diesen Rockstar-Lifestyle, den man vielleicht auch auf die kleinen Cousins dann übertragen könnte, ein bisschen zurückschrauben oder zumindest aus der Öffentlichkeit einfach. Der Öffentlichkeit auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Was man privat ein bisschen macht. Spaß hat man. Safe. Ne, wollen wir alle noch ein bisschen haben. Safe. Ich bin ja noch jung. Aber wie gesagt, wir entwickeln uns, wir werden älter und mit dem Album jetzt auch Chaos ist es so. Das langsame Ende von diesem ganzen chaotischen. Von diesem Party-Ding so? Von diesem Party-Ding so, ja. Wie sieht denn heute aktuell so ein Alltag bei dir aus? Wann stehst du so auf? Was machst du so? Boah. Wie kann man sich so einen Tag im Leben von Jamule vorstellen? Es kommt drauf an, wo ich bin. Ich bin halt sehr oft unterwegs auf Sessions oder Videodreh. Es war jetzt vor 2-3 Monaten, war ich halt noch jedes Wochenende auf Shows. Aber jetzt gerade bin ich hier in NRW. Ich bin zu Hause bei meinem Vater. Ich stehe gegen 10 Uhr morgens auf, mache mir mein Frühstück, treffe mich wie damals in den Zeiten mit meinen Jungs.
Geil. Ich hole meine Jungs ab und wir gehen dann ein bisschen in die Stadt, gehen ein bisschen spazieren, so Richtung Düsseldorf. Das ist halt nicht weit von Essen, 20 Minuten. Ja. Eine kleine Runde immer da drehen. Auf entspannt. Genau, und dann wieder zurückgehen und dann abends zocke ich in der letzten Zeit mit den Jungs immer Fortnite. Echt, ja? Bist du so auf Fortnite jetzt? So, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen am Entspannen, ein bisschen zu Hause bei Familie, dass ich auch nicht ganz Zeit draußen unterwegs bin. Ja. Bleibe ich zu Hause und Album ist jetzt auch fertig, habe ich gesagt. Das heißt, jetzt ein bisschen chillen angesagt. Nice. Es war halt ein bisschen stressiger in der letzten Zeit, überall auf Session. Ja. Ja. Und zum Album so, hast du vielleicht ein paar Features, die man schon so nennen kann? Gibt es so die ein oder andere Überraschung auf dem Album? Ein Feature kann ich auf jeden Fall sagen, das ist Dardan. Ah, okay, nice, nice. Dardan habe ich auf dem Album. Geil. Und der Rest ist noch unter... Der Rest ist noch Überraschung. Ich habe auch, das wollte ich sowieso mal fragen, du hast ja so diesen Peter Fox Remix gemacht. Wie kam das zustande? Kitschkrieg hatte mich kontaktiert. Okay. Und dann haben wir uns getroffen, ich bin ins Studio gegangen und die hatten mir halt die Idee schon gezeigt. Okay. Weil die halt von Seed, das war ja damals von Seed, Aufstehen hieß der Song. Genau. Du hast jetzt unterwegs quasi daraus gemacht dann. Genau, die haben halt die Rechte bekommen, dass wir das benutzen dürfen und die hatten halt die Idee, weil die einen Beat gemacht haben mit dem Sample von Aufstehen. Und dann haben die mir halt nur vorgegeben, die Topline wie in der Hook von Aufstehen zu nehmen und den Rest war mir dann halt so... War frei und überlassen, machen, konnte ich machen. Dann habe ich halt meinen Text gemacht und ja, Mann. Nice, nice. Ist unterwegs entstanden. Geil. Bist du so ein schneller Schreiber oder nimmst du dir gerne Zeit? Brauchst du ein bisschen länger? Weil manche schreiben so in einer Minute, manche brauchen zwei, drei Tage. Unterschiedlich. Manchmal brauche ich auch echt lange. Manchmal ist der Moment, manchmal hast du deine halbe Stunde, hast du deine Hook fertig, dann nach 15 Minuten dein Part so. Aber manchmal, es ist schwierig halt, kommt drauf an, was du gerade machst, wie verkopft du auch bist. So, jetzt gerade zum Ende des Albums, wo ich jetzt gerade beim Feinschliff war, war es richtig schwierig, jetzt noch normal was runterzuschreiben, weil man so viel Text geschrieben hat und du warst so, boah, was soll ich jetzt noch? Reime hier, Flow ist da und so und du warst so, boah, ich brauch ein bisschen so Pause. Safe, crazy. Ja, ey, ich stell mir das auch unfassbar anstrengend vor, wenn du jetzt so ein ganzes Album schreibst, also ein Song ist bestimmt, wenn man es drauf hat, so, dann hat man es drauf, na klar. Aber so, was würdest du sagen, was so das Schwierigste an deinem Job jetzt als Rapper? So, ist eher dieses verkopfte Texte schreiben zu müssen oder dieses lange rumstehen also bei Videodrehs? Also man kann ja mit der Zeit, wenn es auch schwierig ist, kann man sich auch ein cooles Team zusammenstellen. Ja, mit Jungs, die auch cool writen können, womit die dir dann auch gut unter die Arme greifen können, dass du dann zum Beispiel, keine Ahnung, du schreibst deine Sachen runter und dann werden dir Wörter reingeschmissen oder dann werden da zwei Bars reingeschmissen oder ein Vierer reingeschmissen und dann kannst du auf einmal komplett weiterschreiben, weil dein irgendwas geöffnet wurde in deinem Kopf, was es freier macht. So. Also, aber was das Schwierigste ist... Oder das Anstrengendste vielleicht so. Ist ja fast das Gleiche, würde ich sagen. Boah. Ich glaube Videodrehs. Videodrehs? Ja. Ist immer warten und so rumstehen. Ja, genau. Weil Auftritte liebe ich, Studio liebe ich auch. Videodrehs, sowas ist anstrengend. Ich hätte gedacht, vielleicht so, wenn du so auf Tour gehst oder so, obwohl auswendig lernen musst du eigentlich auch nicht wirklich so, ne, weil du hörst ja tausendmal die Songs. Aber so ja, aber auch, ich glaube, eigentlich schon nach jedem Song, wenn ich ihn schreibe, ich habe ihn irgendwie schon so im Kopf. Also, okay, ich will jetzt nicht zu groß reden, kann bestimmt sein, dass ich irgendwann mal einen Text vergessen werde, weil mittlerweile ist mir auch aufgefallen, wenn ich ältere Songs höre, ist es so, dass mir mal eine Line nicht einfällt, ich mir dachte, boah, was habe ich da und da gesagt, aber so an sich. Hast du jetzt Album abgegeben, hast du, oder wirst du jetzt abgeben am Freitag quasi? Wie sieht jetzt die Zeit danach quasi aus? Also ist ja wahrscheinlich, hast du eine kurze Zwischenzeit zwischen Promophase und Albumabgabe so? Fährst du nochmal weg oder chillst du einfach zu Hause, russisch bisschen aus? Ich hab jetzt noch einen Videodreh auf jeden Fall, was noch für dieses Album ist. Dann kommen jetzt noch zwei Singles. Die nächste kommt jetzt auch am Freitag raus. Okay, nice. Und was kommt danach? Danach kommt erstmal Pause. Ich glaube erstmal gar nichts mit Musik zu tun haben. Okay. Detox, Sport, vielleicht mal was ganz anderes hören als Musik, also wirklich wo ganz anders hingehen und erstmal abschalten, weil ich auch Gott sei Dank viel Vorarbeit geleistet habe. Ich arbeite halt
wie ich gerade schon gesagt habe, an mehreren Projekten gleichzeitig. Und das ist jetzt schon so, das Chaos-Projekt ist eins von drei Projekten, woran ich gerade gleichzeitig arbeite. Ah, okay, krass. Und ich kann jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen entspannen. Also sind die anderen beiden Projekte quasi auch schon fertig oder? Nicht fertig, aber so, es ist meine Vision, wie ich mir was vorstelle. Okay, okay, okay. Ich habe da so mein... Braucht Zeit die auf Entwicklung. Jeden Fall. Ja, okay, nice. Die Entwicklung. Nice. Und ja, wie sieht so deine Zukunft aus? Was hast du so vor? Was hast du so geplant, nachdem Album jetzt hoffentlich bald rauskommen wird und auch deine Erwartungen erfüllt? So, was sind so, also vielleicht auch abseits von Musik, hast du vielleicht irgendwelche Sachen, Träume, die du dir noch erfüllen möchtest oder... Abseits von Musik, Träume, die ich erfüllen möchte. Ich möchte auf jeden Fall, wie gesagt, ein schönes Anwesen jetzt für mich und meinen Vater holen, was jetzt kommt, dass wir uns ein bisschen, dass jeder von uns seine Ruhe hat. Mhm. Und dann kann ich es gar nicht genauso sagen, weil es kommt drauf an, wie ich es mit meiner Musik mache, wo ich mich sehe in den nächsten Jahren, auf jeden Fall in Richtung international, ja, was musikalisch angeht. Aber auch dann auf Englisch oder quasi einfach? Auf Spanisch. Auf Spanisch, ja. Okay. Ja, macht auch Sinn. Ich bin ja halb Spanier. Ja, macht Sinn. Und die Schritte werden gemacht auf jeden Fall. Und ja, Zukunft, es ist... Also auf jeden Fall international angreifen. Mhm. Hast du vielleicht noch andere Sachen, so abseits von Musik, worauf du Bock hast? Also es gibt ja auch Leute, die wollen Schauspieler an, die wollen ein kleiner Klamottenlabel rausbringen. Mhm. So, weißt du, dich viele, anders kreativ sind, ausleben. Es sind viele Sachen, wo ich mich gerne so kreativ ausleben würde. Ja. Aber ich finde, ich muss erstmal noch der Beste in Musik werden. Mhm. Dass ich, gleichzeitig habe ich meine Sachen gerade noch so, Projekte, die ich gerne machen möchte neben Musik. Aber da möchte ich halt auch das wie bei meiner Musik perfektionieren. So. Okay, geil. Geil, geil, geil. Vielleicht noch so eine Privatfrage. Ich war jetzt noch eigentlich zu dem anderen Thema, aber ist mir noch im Kopf geblieben. Mhm. Zu der Zeit damals, als du dieses Video hattest und diesen Skandal gab, gab es ja natürlich auch den einen oder anderen Rapper, der wahrscheinlich sauer auf dich war oder der vielleicht das nicht so cool fand. Konntest du dich mit deinen Kollegen so aussprechen mittlerweile? Ist mittlerweile wieder so... Ich konnte mich alles aufgearbeitet so? Mit dem einen oder anderen konnte ich mich Gott sei Dank aussprechen. Mit dem Bruder Sugar MMFK, ja, habe ich mich ausgesprochen. Und auch mit den anderen in der Szene war es am Anfang natürlich für die nicht cool. Und es war schwierig, weil ich war mit denen befreundet. Und die haben halt, ist auch irgendwie, es war nicht... Schwierige Situation halt, ja, auch für die. Und so, ne? Ich glaube, es war für die nicht so auch so vorstellbar. Es war eine komische Situation für alle. Ja. Aber ich hoffe, dass ich in naher Zukunft auch mit vielen anderen noch drüber sprechen kann und dass da wieder so ein bisschen... Ja, Mann, dass alles wieder cool wird. Das würde ich mir auch wünschen, so wie gesagt, auch von mir aus. Ich habe das ja auch damals mitgekriegt und ich habe nicht, also ich habe zu keiner Zeit gedacht, dass du jetzt wirklich ein Rassist bist. So. Mhm. Natürlich, Timing war jetzt echt nicht das Beste und natürlich Klar. auch das Video an sich. Aber ich gehe schon davon aus und jetzt auch nach dem Gespräch mit dir denke ich schon, dass... da in Zukunft hoffentlich sich auch ausgesprochen werden kann mit den anderen Leuten, ja, und so, mit denen du auf jeden Fall ein gutes Verhältnis hattest. Ja, man, safe. Und ja, man. Willst du noch ein paar abschließende Worte sagen, musiktechnisch? Album kommt bald. Album kommt bald und Tour kommt auch bald. Tour kommt auch bald? Tour kommt bald. Wie viele Städte oder weißt du schon, wie viele Städte? 9 Städte. 9 Städte. Ja. Und was hast du für Hallen so? Ist ein bisschen größere Tour? Nee, es ist meine erste Solo-Tour. Ah, okay, erste komplette Solo. Ich bin ja noch mit keinem Album auf Tour gegangen. Ja. Deswegen nenne ich diese Tour auch Chaos-Tour, weil jedes Album mit dabei ist auf dieser Tour. Es wird cool. In Köln, hier in Nordrhein-Westfalen spiele ich in Köln, Live Music Hall. Also schon eine große Tour. Ja, Mann, es wird eine geile Tour. Also größer als Live Music Hall geht, glaube ich, nicht in Köln. Es ist auf jeden Fall sehr nice. Geil. Sehr nice. Es ist halt... Immer ein krankes Gefühl, vor allen Dingen jeder Einzelne kommt halt für dich so dahin, das ist... Schon nochmal eine Ansage so, yeah, oder anderes. Ist ja auf Festivals bestimmt auch geil, so einen riesen Crowd zu haben. Aber wenn du wirklich weißt, jeder Einzelne ist halt nur wegen dir hier, ist glaube ich echt voll was anderes. Bist du aufgeregt, was so Tour angeht so? Ist ja erste eigene Solo-Tour. Ich will halt, dass es perfekt abläuft. Ich bin eher aufgeregt darüber, wie das ganze Bühnenbild und dieses ganze Programm aussehen wird, dass alles perfekt läuft. Ja. Aber so an sich freue ich mich unnormal drauf und ich will unbedingt meine Tour spielen.
Bist du jemand, der sich viel kreativ auch mit so Bühnenbild und allem auseinandersetzt oder lässt du dich schon, da auch gerne so beraten? Klar, lass ich mich also beraten. Sehr, also wenn jemand zu mir kommt, sage ich auch immer sehr gerne was dazu. Mhm. Aber ich habe halt irgendwie von Anfang an auch so meine Vision. Ja. Und ich habe auch so mein Creative Team, wo wir uns halt dann auch immer gegenseitig austauschen und eigentlich bei jedem Album und auch bei vielen Artworks bin ich so mit dabei. Okay. Sind noch andere Art, also ich denke mal schon, dass du so Voracts und sowas mit am Start hast. Kannst du da schon was verraten, wer mit dir auf Tour kommt oder ist das noch... Das ist noch unklar. Ist noch unklar? Okay. Ist noch unklar, ja. Nice. Und so musiktechnisch, zukunftstechnisch gesehen, gibt es so da ein paar Wünsche, die du erfüllen willst in Sachen Features vielleicht? So. Hast du irgendwie Artists, auch vielleicht auch international, die du krass feierst? Oder du Lust auf ein Feature hättest. Ich wünsche mir gerade, um ehrlich zu sein, wenn ich sehr feier, ist Morad. Kennst du Morad aus Spanien? Morad? Morad. M-O-R-A-D. Sagt mir gerade nichts, aber muss ich mir mal geben. Macht er auch Rap oder ist... Ist ein Marokkaner aus Spanien, aus Barcelona kommt er. Und mit ihm hätte ich auf jeden Fall Bock, einen Song zu machen. Aber ist ja wahrscheinlich nicht so abwegig. Ist machbar, aber wie gesagt, das ist halt, weil du mich gefragt hast. Ja, das, worauf du Bock hast. Das wäre jetzt das gerade, wo ich sag hab, darauf habe ich Bock, das ist auch machbar. Mhm. Und ja, Mann. Krass. Du hast ja vorhin auch so ein bisschen über so die Albumphase mit Fordy geredet, dass es eine sehr wilde Partyzeit, Rockstar-Lifestyle war so. Hast du so eine lustige Anekdote, die du vielleicht so aus Studio-Sessions erzählen kannst? Oder ist das alles streng geheim? Nicht streng geheim, aber was lustig. Um ehrlich zu sein, hat der Forty mich in den ganzen Sessions dazu gebracht, dass ich mit ihm immer sein Bier trinke, weil er so gerne Bier trinkt. Und was ich trinkt er für ein Bier? Der trinkt unterschiedlich. Augustiner oder Heineken. Okay. Das ist immer zwischen den beiden. Er sagt immer, Heineken ist Müll, weil diese grünen Flaschen sind anscheinend diese nicht guten Bierflaschen und Augustiner ist das Wahre. Okay. Aber wenn es darum ging, war es halt immer sehr witzig, weil man hat halt vorher immer nie so Bier getrunken oder sowas. Warst du gar kein Biertrinker? Ich war gar kein Biertrinker die ganze Zeit und dann war es halt total witzig, wie wir da immer das Studio komplett voller Bierflaschen und Bierflaschen und Weed und geil, Alter. Was so, aber was trinkst du gerne, wenn du was trinkst? So? Was ist so dein Favorite? Boah, in letzter Zeit trinke ich wenig, aber ich habe gerne Wodka Sprite getrunken. Wodka Sprite? Ja. Krass. Ich bin in letzter Zeit, wenn ich was trinke, auf diese Soda-Mix, so Whisky-Soda oder Wodka-Soda. Dann hat man keine Kopfschmerzen. Das ist der Shit, Alter. Ja. Wirklich. Sehr gut. Aber wild. Und wie gehst du, also du hast es ja vorhin noch angesprochen, erste Mal viel Geld bekommen und so. Wie gehst du aktuell mit Geld um? Würdest du sagen, du kannst gut mit Geld umgehen oder würdest du sagen, so, du ballst also, 24-7? Ich würde lügen, wenn Geld ausgeben keinen Spaß macht. Normal, macht Spaß. Ne? Wir können auch sagen, Gott sei Dank läuft auch alles, dass man halt sich auch gewisse Dinge leisten kann. Aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Es hat sich gebessert und man gibt auf jeden Fall nicht mehr für sinnlosen Quatsch Geld aus. Manchmal kommt ein Kick. So. Aber was war deine teuerste Partynacht bis jetzt? Teuerste Partynacht? 12.000 Euro. 12? In Deutschland? Nein. Wo war das? Es war in Dubai. Ja, okay. Das ist noch im Verhältnis wahrscheinlich. Ja, aber es war so das teuerste. 12 in, Deutsch, 12 in Deutschland ist schon... Kriegt man gleich. Ja, ist zu viel. Muss den ganzen Club einladen. Ist schon 12. Aber in Dubai ist wahrscheinlich ein normaler Abend, aber halt in Dubai so. Ja, ne? So. Ist entspannt. Crazy. Sieht auf der Rechnung immer noch sehr viel aus, dann steht da auf einmal 48.000 Dirham so. Ja. Aber es ist halt trotzdem, also ist trotzdem krass in Dubai. Wo würdest du sagen, wo kann man am besten feiern so? Oder wo hast du bis jetzt am besten gefeiert? In L.A. L.A.? Ja. Weil ich hätte mir Dubai auch gar nicht so als Partystadt. Ich dachte immer, es wäre so Business, Connecten, so diese. Ja, man, also eigentlich ist Dubai... Stimmt auch mittlerweile. Ja, also wirklich so Disneyland für Erwachsene. Ja. So, also das ist, alles ist eine Attraktion. Restaurant gehen ist eine Attraktion. Die alles Mall ist eine Attraktion. Ja. Feiern gehen ist eine Attraktion. Alles ist so voll die Attraktion. So. Ja, und crazy. Glaube ich, das glaube ich. Alles ist so überfüllt und vor allem alle sind einfach reich da gefühlt so. Und es macht auch irgendwie gar keinen Spaß, da an einem Tisch zu bauen. Weil das ist nichts Besonderes so, ne? Ja, wie gesagt, also hätte ich jetzt an diesem Abend weitergemacht, das hätte nicht enden können, weil da sind irgendwelche Jugendlichen oder irgendwelche Kryptomillionäre, die auf einmal
dann da auspacken und ja, dann ist vorbei. Dann ist so Dings. Dann lieber in L.A. L.A. ist auf jeden Fall, und die Leute sind auch entspannter, da guckt halt auch niemand auf sowas. Ja. Ich mag halt auch, klar, es macht Spaß, feiern mit Flaschen und dies und das, aber ich mag halt auch irgendwie coole Leute um sich, wo es halt nicht wichtig ist. Toll. Wo du deine eine kleine Flasche hast, ja, du hast coole Leute und das die Leute du dich dann auch so sehen und dann sich nicht denken, oh Gott, der hat nur eine Flasche. So. Voll, voll. Wie lange warst du in L.A.? 3 Wochen. 3 Wochen und habt ihr aber wahrscheinlich auch Mucke gemacht und auch so, ne? Mucke gemacht, ja. Aber was war so, ey, das ist der Traum von jedem, der, glaube ich, Rap hört, so einmal L.A. so. Das ist zu krass. Es ist wie GTA. Echt, es ist wie, als wenn du jede Ecke kennst von dem Spiel GTA so, und du denkst, ey, ich kenne den Ort, ich kenne den überall. Ort. Ich war schon überall. Was hat dich am meisten fasziniert, als du da warst? Oder was hast du, worauf hast du dich am meisten gefreut, besser gesagt, als du hingeflogen bist? Worauf ich mich am meisten gefreut habe? Einfach alles dort so zu sehen, diese Beverly Hills Ecke, wovon alle immer gesprochen haben und auch Sunset Boulevard, Venice Beach, diese ganzen Ecken, das Ganze zu sehen so. Und vor allen Dingen war ich halt auch in, da war ich 22, das war 2000, wann war ich in L.A.? Ich war 2020 in L.A. Ah, okay. Und diese kurz vor Lockdown-mäßige. Ja, genau, kurz vor Lockdown, 24 war ich da und das war so ein geiles Alter dort, weil in Amerika kannst du erst ab 21 feiern gehen und so. Safe. Und es war halt cool, da einfach, es war richtig nice. Es hat Spaß. Ja, 3 Wochen, L.A., ich hätte mich schon. Aber hat sich so alle diese Erwartungen, die man davor hatte, hat sich das alles bestätigt oder gab es auch mal Sachen, wo du enttäuscht warst? Oder dachtest, okay. Ja, hat sich bestätigt, aber was cool halt davon, krass war, war auch halt diese ganzen Ecken, also wenn du ein bisschen runter Richtung Downtown gegangen bist, ja, wie die ganzen Penner, Obdachlose. Viele Obdachlose so, ne? Sehr viele Obdachlose. Das ist krass, das habe ich auch gesehen. Und jetzt ist halt viel mehr geworden. Ich war anscheinend noch in einer guten Zeit da, aber es war halt wirklich kilometerweit. Echt, liegen die nebeneinander. So richtig städtemäßig so, ne? Ja, wirklich, es war heftig so. Und da ist es halt auch nicht so einfach, abends dann rumzulaufen, um ehrlich zu sein, so in Downtown und so, also mit Schmuck und all dem hast du da keinen kannst Bock. Vergessen, kannst so, ne? Du auf jeden Fall vergessen. Das ist so eine andere Ecke. Das ist eine ganz andere Welt. Das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Das glaube ich, Alter. Ich stelle mir das auch sehr extrem vor. Auch ein bisschen traurig, weil man denkt, so L.A. ist alles so Dings, Sunny und so dies, das. Und dann siehst du halt echt so Obdachlosen. Es ist wirklich nur Beverly Hills, was so. Ja, ne? Was so geil aussieht. Ist teuer da zu leben eigentlich oder ist wie hier? Vergleichbar so essen gehen, einkaufen, diese Filme. Es ist, kommt drauf an, aber es ist normal. Ja. Es geht klar, ist nicht so teuer. Was hast du so noch ein großes Reiseziel, worauf du jetzt Bock hast in Zukunft? Wo geht's als nächstes hin? Ich will nach Bali. Auf Kapstadt habe ich auch Bock. Ja. Geil. Ja, das sind so Orte. Nice. Karibik, sowas. Ja, boah, Karibik. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, man ist safe. Schon wild. Ey, vielen Dank, dass du dir die Zeit ich genommen danke hast. Dir, Bro. Ich hoffe, das war ein entspanntes Interview. Ja, Mann, safe. Und viel Erfolg mit dem Album. Dankeschön. Vielleicht sieht man sich zum nächsten Album mal wieder. Hoffentlich. Und bis dahin, Leute. Safe. Peace.